Rise of the Tomb Raider, der Name dieses neuen Spiels von Lara Croft, besser gesagt, ja, von Crystal Dynamics. Und ich heiße euch willkommen zurück in der 12. Folge. Oh, ein Häschen, wie süß. Wir sind hier in einem sowjetischen Lager. Oh. Sackgasse, ne? Und müssen das Lager ein bisschen auskundschaften. Das Lager hat es in sich. Hier sind nämlich lauter Feinde. Vor allem alte Feinde, die wir schon mal getroffen haben in Syrien, wer sich noch erinnern mag. Aber wir folgen jetzt einfach mal den Spuren und dem Verlauf des Spieles. Mal sehen, wo uns das Ganze hinbringt. Ja, keine Vogelnester oder so, irgendwo, die dann irgendwo hinfallen, wo man sie dann nicht holen kann. Da hoch. Ach, da sind Bären zum Heilen. Dann können wir hier hoch. Oh. Ja gut, da hoch, so. Und den Ausblick genießen, würde ich mal sagen. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Ziemlich viele Gegner überall. Also es muss irgendwie einen Weg geben, wo wir hin können. Zum Beispiel hier. Oh. Hä? Das war nicht ich. Hä? Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Ja, nice. Dankeschön. Nett von dir. Kann ich dich ansprechen? Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir. Und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Ja, ich denke, dann kriegen wir den Dietrich, also ja, nehmen wir auch an. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Zerstören Sie die Funktürme. Welche Funktürme? Anzeige für optionale Missionen. Der Überlebensinstinkt kann Orte und Objekte markieren, die für den Abschluss der Mission. Bla bla bla. Okay, da ist übrigens wieder ein Lagerfeuer. Also mal sehen, ob die jetzt. Ja, die sind tatsächlich jetzt markiert, ne? Die müssen wir ausschalten, ne? Diese grünen markierten Türme. Ich denke jetzt, ich laufe jetzt mal. Das sind Wölfe. Die laufen weg, okay. Also da müsste irgendwo einer sein. Und hier ist irgendwo in der Nähe wieder so ein Grab, wie es aussieht. Ah, da ist jetzt ein Funkturm und den kann ich ausschalten, ne? Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. So, einer von fünf ist weg. Da unten gibt's was zu sammeln. Oh, ich glaube, es war ein bisschen zu hoch. Ja, irgendwo ist hier tatsächlich so ein Grab. Ich weiß nicht, sollen wir da rein? Es zieht natürlich schon ziemlich das Let's Play in die Länge, aber. Oh, da gibt's Munition. Aber es gehört halt zu die. Oh, es gehört halt irgendwie zum Spiel. Da das Holz noch mitnehmen. Dann kann man hier wieder. Zack! Hoch. Dann darüber. Oh. Ach du Scheiße. Nein. Verpisst euch. Uah. Scheiße. Hä? Was? Oh shit. Was ist das denn? Neu mit dem Pfeil. Ey. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Hä? Wieso mit den Pfeilen? Also, ich meine, wir drücken die Zähne, um zu kriechen und feine Beschützung zu schaffen. Sind die Sender zerstört? Nein, sind sie nicht. Scheiße. Ich hab noch nicht alle gefunden, aber bald. Giftpfeile. Und ich könnte den Wölfen auch einfach aus dem Weg gehen. Da
oben ist zu Ende. Ihr merkt, ich werde immer ein bisschen ruhig, wenn ich mich so konzentriere. Tut mir leid. Da gibt's was. Ah, Federn, sehr gut. Kann ich da Pfeile herstellen? Ah, da hinten sind schon wieder Wölfe. Oh oh. Komme ich hier nicht hoch oder was? Legen Sie und häuten Sie Tiere, um Ressourcen zur Herstellung und Outfits zu erhalten. Ja, toll. Am besten die Wölfe, die wütend auf mich sind. Karte. Es hier oben ist doch ein Funk. Ah nein, da ist kein Funk. Und der Funkturm ist da hinten irgendwo. Oh, das war's dann mal mit dem Wolf. Und der zweite. Es hatte doch sicher zwei Wölfe. Erforschen Sie die Höhle in der Sowjetanlage. Hier gibt es so viel zu machen immer, das ist ja unglaublich. Das ist spannend. Boah! Ah, nochmal! Oh oh, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nein, verpiss dich! Nein, nein, nein! Ah, Mann, 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 diese Wölfe! Aber eins müsst ihr mir geben, mit dem Bogen bin ich schon ziemlich... Der ist schon tot, ja? Der ist auch tot. Hab ich gerade drei Wölfe einfach so erledigt? Ich glaube, das war kein Wolf. Irgendwo muss doch noch einer sein. Ist, glaube ich, kalt hier drin. Mütze nehmen wir natürlich auch mit. Okay, geh mal wieder raus, wenn das alles war. Nur die Wölfe oder was? Stirb! Was? Hauptsache er läuft durch die... Witzig. Läuft er einfach mal durch das Zeugs durch da. Hier gibt es wieder irgendwo ein optionales Herausforderungsgrab, hä? Oder sich der Eingang irgendwo in der Nähe befindet, aber wir wollten ja eigentlich dass diese Türme hier machen. Ah, das ist das Grab hier. Irgendwo müsste dann so ein Funkturm sein. Monolith entdeckt. Ach so. Definitiv russisch. Diese Markierungen deuten offenbar auf einen Ort in der Nähe. Also man merkt, man kann wirklich extrem viel hier noch im Nachhinein machen. Oder einfach nur durchrennen. Ich glaube, da hinten ist der Funkturm. Das Teil da. Diese Mission machen wir jetzt schnell einfach. Weil ich nicht weiß, ob wir wirklich diese Verbündeten brauchen.
So, 2 von 5. Da haben wir noch irgendwas Spezielles drin vielleicht. Kompuntbogen. Ah, man kann Teile finden, um neuen Bogen herzustellen. Und vorhin habe ich einen Teil für eine Pistole gefunden oder so vielleicht. Interessant. Was ist noch was hier? Nö. Die Treppe hätte ich gern, Laura. Genau. Oh, die Fahne, die flackert auch lustig rum. Müssen mehr Informationen aus dem Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Ja, haben wir doch schon gefunden. Ist es nicht der, den wir gefunden haben, da? Ah, wieder eine Höhle. Ah. Aber da müssen wir mit irgendeinem, mit einer Sprengladung das den Eingang freisprengen, sonst kommen wir da nicht rein, okay. Gut. Theoretisch müsste da hinten irgendwo der nächste Turm sein. Da vorne links irgendwo. Ah, da oben ist er, ich glaube, ich sehe ihn. Da ist gleich noch eine, okay. Und da ist schon wieder eine Höhle. Aber ich gehe jetzt zuerst zum Turm. Interessanter Ort entdeckt, jawohl. Und dann darüber. Nein! Schlecht. Noch ein Versuch. Oh, da sind Bären. Vielleicht brauchen wir sie wieder. Oh, sie sind voll, okay. So, probiere ich das nochmal mit der Wand da drüben. Jawohl, jetzt hat's funktioniert. Hoch hier. Und dann müsste hier oben schon wieder so ein Lagerfeuer, okay. Wir wissen, was das heißt. Das hier noch plündern. Und dann ist hier dieser Funkturm. Und den zerstören wir. So, 3 von 5. Sonst noch was hier? Kann man wieder hoch. Aber ich würde sagen, wir gehen hier wieder zum Lagerfeuer. Ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll, um mich daran zu erinnern, warum ich das alles tue. Und für wen. Ich weiß, du hasst es, wenn ich weg bin. Aber es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Ich weiß, du dachtest, du tust es für mich. Aber es hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit. Für mich selbst zu sorgen. Eine wichtige Lektion, wie man sieht. Interessant, das war gerade wieder ihr Vater, den wir gehört haben. Ah, tatsächlich gibt es hier Teile für einen neuen Bogen. Wir haben 1 von 4 Teilen gefunden, wo man dann schlussendlich einen neuen Bogen herstellen kann. Und hier gibt es anscheinend ein Upgrade. Der umwickelte Griff, ja, das kennen wir ja. Aber sonst haben wir keine Ressourcen, um hier was zu machen. Das ist eigentlich nur ihn. Na ja, komm, dann machen wir noch das schnell. Wir können ja wieder ganz viel Zeug sammeln. Und dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge dann weiter hier. Und ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.